Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brezel Empire League Pokal-Halbfinale. Parallel zur Liga läuft ja noch ein Pokal. Gestern war das Halbfinale Leverkusen, also King Boss gegen mich, gegen Union und Alexander Schmidt TR mit Dortmund gegen Croatian Gamers Frankfurter. Genau, wir gehen mal rein in die Materie. So, wir fangen mit meinem Match an. Ich hatte ein Match gegen Leverkusen mit meinen Eisen, beziehungsweise gegen King Boss 777-4. Nicht zu verwechseln mit einer Boeing 777, denn die kann ja auch fliegen. Und er wird heute aus dem Pokal rausfliegen. Ich weiß, es war unnötig und unlustig. Und sollte man auch nicht ernst nehmen. Ja. Es passierte erstmal nicht viel in dem Match. Es gab ein paar Chancen für mich. Ich bin echt enttäuscht von meiner Offensive, dass sie so viel liegen lässt. Aber gut, ich bin ja eher der Defensivzocker in OSM. Da beißen sich die Gegner immer schön die Zähne raus. Zumindest in den letzten Spielen war es so. Ja, 0-0 zur Pause. Man hatte in der Liga schon ein Duell. Das hat Leverkusen 3-0 gewonnen. Das ist aber auch schon ein, zwei Wochen her. Vielleicht sogar länger. Ja, in der zweiten Halbzeit passiert erstmal auch nicht viel. Patrick Schick bekommt eine gelbe Karte, aber dann 73. Minute 1-0 durch Messi. Und es war anscheinend auch ein Freistoßtor. Zumindest steht es im Spielbericht drin. Ja, und ich stehe in meinem eigenen Turnier im Pokalfinale. Genau, hier wurde es nochmal gesagt. Freistoßtor von Messi. Trotzdem GG an King Boss. Und vielen Dank, dass du der Brezel Empire League beigetreten bist. Auch wenn du jetzt aus dem Pokal raus bist, bist du ja immer noch in der Liga drin. Oder weiterhin. Was für immer noch? Weiterhin. Aus der Liga kann man ja nicht rausfliegen in OSM. Außer man baut Scheiße. Gut. So viel zu diesem Match. Parallel zu meinem Halbfinale gab es natürlich noch ein anderes Halbfinale, ein zweites. Borussia Dortmund gegen Frankfurt bzw. Alexander Schmidt TR gegen Croatian Gamer aka Daniel. Ja, 1-0 hat er sich durchgesetzt. Beide Halbfinals sind 1-0 ausgegangen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast auf jeden Fall den 5-Euro Gutschein deiner Wahl schon mal sicher. Den bekommst du auch natürlich erst, wenn die Brezel Empire League endgültig zu Ende ist. Ja, solltest du noch irgendwie Meister werden, dann bekommst du natürlich mehr. Ich habe mir jetzt aber Folgendes überlegt. Ich werde da wahrscheinlich im Community Tab auch noch was sagen, beziehungsweise was schreiben, weil sich nicht jeder hier dieses Video hier anschauen wird. Solltest du mich im Pokalfinale schlagen, es wird zwar schwer, aber es ist machbar, bekommst du nochmal einen Fünfer drauf. Einfach aus dem Grund, um dich halt nochmal zu motivieren. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Das war's eigentlich. Hier sind noch die Spiele zum 23. Spieltag in der Liga, der ja heute ist. Die Zusammenfassung, die kommt dann morgen Abend.